Hallo, ich möchte euch heute mein neues Wireless-Tablet vorstellen, das Star 06 von Xpen. Dabei handelt es sich um ein sehr günstiges Tablet, das preislich also um 100 Euro liegt, teilweise auch darunter, etwa 50 Euro unter einem vergleichbaren Wacom-Tablet. Man muss natürlich erstmal dann auch überlegen, ob der günstige Preis dann halt eben auch irgendwo durch Einsparungen begründet ist oder in der Qualität. Das versuche ich jetzt hier soweit in einer kleinen Review rauszufinden. Erstmal zu den technischen Daten dieses Tablets. Das Tablet selber besitzt einen aktiven Bereich von Zeichenfläche von 6x10 Zoll. Das ist also nicht besonders groß, nicht besonders klein. Es ist gerade ideal dafür, wenn man halt so mit Photoshop was bearbeiten will, aber auch für Zeichen ganz gut geeignet. Gerade wenn man so ein ganz großes Tablet hat, ist es natürlich vom Zeichnen her schwierig, wenn man so einen ganz großen Bereich überfahren muss. Hat einen Stift, der eben ohne Batterien auskommt, druckempfindlich ist mit sage und schreibe 8192 Stufen. Das ist recht viel, hat 6 Shortkeys, um halt eben bestimmte Funktionen draufzulegen, um die linke und rechte Maustaste zu simulieren, und eine Auflösung von 5080 Linien pro Zoll. Besitzt eben die Möglichkeit, drahtlos über so einen USB-Adapter am PC angeschlossen zu werden, geht aber genauso mit dem USB-Kabel ebenfalls auch der Anschluss. Das ist also genauso möglich. Der Stift selber hat auch hier, wie man sieht, eine Neigungserkennung. Das heißt, man kann also wirklich auch die Neigung bei dem Stift einsetzen. Das ist halt eben auch bei Photoshop wieder gut, oder wenn man zeichnen will, dass man halt eben da eben auch so genau wie bei einem richtigen Stift, wenn man den neigt, hat der auch eine andere Strichstärke, dass man das eben auch umsetzen kann. Und ja, dann ist noch ein 4 GB Flash-Speicher dabei, wo die entsprechenden Treiber dabei sind. Die würde ich aber dann gleich beim Hersteller runterladen, dann hat man auch immer die neuesten. Weil bei dem Tablet wurde halt anfangs von Problemen berichtet, dass es halt so mit Freeware-Software wie mit GIMP teilweise nicht so ganz super funktioniert, mit Photoshop aber sehr gut. Ja, und natürlich auch noch ein Akku verbaut mit 1050 mAh, der eben in 2 Stunden aufgeladen werden kann und immer 16 Stunden Zeichenvergnügen garantiert. Das ist recht lang. Jetzt denke ich, haben wir mal genug geredet über die technischen Daten. Wir machen einfach mal den Karton auf und schauen, was sich da drin befindet. Vielleicht noch ein Satz zu dem Thema Tablets. Ja, die lohnen sich natürlich nur, wenn man mit Photoshop oder anderen Anwendungen arbeitet. Man kann aber so ein Tablet auch als Mausersatz benutzen. Der Hauptgrund eben, sich so ein Tablet zu kaufen, ist, dass man halt mit der Maus in Photoshop oder solchen Anwendungen, wenn man halt in Bildern freistellen will oder bestimmte Bereiche markieren will, einfach nicht so präzise arbeiten kann. Ja, da hat man ja dann so eine ganz andere Bewegung mit der Maus, als wenn man mit einem Stift arbeitet, kann man viel feiner arbeiten. So, da haben wir hier einmal das Tablet in dem Karton. Dann das hier ist sozusagen der Ständer für den Stift. Der ist auch unten relativ schwer. Der hat auch ein Werkzeug eingebaut schon, dass man eben den Stift entsprechend, dass man bei dem Stift die Spitze halt wechseln kann. Das finde ich auch ganz gut. Das schauen wir uns gleich alles im Detail an, wenn wir das ausgepackt haben. Dann haben wir hier noch so verschiedene Teile. Der Stift ist hier drin, eine Anleitung und eben auch dieser USB-Adapter. Ein USB-Kabel natürlich auch. Das ist recht lang. Das hat eine Länge von 1,50 Meter. Finde ich auch ganz praktisch. Ich denke, das müsste es jetzt gewesen sein. Und schauen wir uns einfach zuerst mal das Wichtigste an, was wir hier drin haben. Das ist natürlich klar, das Tablet. Das ist auch hier ganz gut verpackt. Ich habe es also noch nicht vorher in Händen gehalten. Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nie vorher ein Tablet besessen. Das ist jetzt hier mein erstes. Sehen also hier schon mal gleich, wir haben 6 Gummifüße unten drunter. Die verhindern halt eben auch dann, dass es dann rutscht auf der Arbeitsfläche. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann, was haben wir dort? Da haben wir jetzt hier so einen Einschalter, um das Tablet dann einzuschalten. Hier drin oder dahinter verbirgt sich dann auch noch irgendwas. Das ist nämlich dann der Akku. Wie man sieht, kann man den also hier auch wechseln. Und hier ist jetzt der USB-Empfänger. Das heißt, das, was wir vorher in der Hand hatten, das war der Stick mit den Treibern. Hier ist der USB-Empfänger. Den steckt man dann in den PC. Und dann wird halt eben die Verbindung zu dem Tablet drahtlos aufgebaut. Den Akku lassen wir jetzt mal drin.
Ja, den müssen wir dann sowieso vorher erstmal vollständig aufladen. Hier ist noch eine Schutzfolie verbaut, dass man halt eben, also auch die Oberfläche hier nicht beschädigt wird beim Transport. Ja, also das ist schon ein recht großes Tablet hier, ne? Das hat fast schon DIN A4 Format. Hier eben die Shortcut-Tasten. Die haben recht weichen, aber guten Druckpunkt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann haben wir halt hier eben auch nochmal so ein Rad. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar oder anwendbar oder konfigurierbar, wie diese ja, Räder auch an der Maus. Ja. So insgesamt macht es schon mal so einen ganz guten Eindruck von der Verarbeitung. Es ist recht leicht, nicht so vom Gewicht her, würde ich jetzt mal so sagen. Hat vielleicht ein paar hundert Gramm. Okay, jetzt schauen wir mal, was noch dabei ist. Also das hier, das ist eben, wie gesagt, der Ständer für den Stift. Da wird auch hier erklärt, wie man die Spitze wechselt. Das hier, das ist das Stiftwechselwerkzeug sozusagen. Und der ist auch hier unten recht schwer. Dass also, wenn der Stift in dem Ständer drinnen steckt, dass er auch nicht wirklich umfallen kann. Deswegen nehmen wir das jetzt auch mal hier raus. Das ist also hier der Stift, der im Lieferumfang dabei ist. So, der sieht auch eigentlich ganz gut aus von der Verarbeitung. Ja, also die Spitze hier wirkt auch sehr filigran und der ist auch recht leicht, der Stift. Also der wiegt vielleicht mal gerade 20 Gramm, wenn es so kommt. Hat hier auch nochmal entsprechende Druckschalter, die eben, wie gesagt, ja, dieselbe Funktion haben wie eben so ein Maustaster. Und ich frage mich gerade, ob man den auch irgendwie aufmachen kann. Sieht aber nicht so aus und der hat auch keinen keinen Radierer. Das heißt, man wird wahrscheinlich, wenn man radieren möchte, kann man eben durch das Drücken der Funktionstaste die Funktion umkehren, dass man halt dann mit dem Stift radiert anstatt zeichnet. So wird es vermutlich funktionieren. Und so wird der Stift halt dann eben hier dann aufbewahrt. Entweder oder man hat halt die Möglichkeit, deswegen denke ich mal, das ist der Grund, warum man diese Schlaufe hier hat, da kann man den Stift auch reinstecken irgendwie. Ja, also, oder halt so rum. So funktioniert es ja schon deutlich besser. Ja, genau. Und dann ist der Stift hier fest mit dem Tablet verbunden. Oder halt eben hier drin, wie man es das Ganze möchte. Das ist der Stick mit den 4 GB Datenspeicher, wo halt eben die Treiber enthalten sind. Aber ich würde, wie gesagt, da die lieber aus dem Netz runterladen, dass man einfach wirklich die neuesten Treiber hat. Das hier ist auch nochmal so eine kleine Aufbewahrungstasche. Ich will mal vermuten, dass die dann auch für den Stift wohl gedacht ist. Dann haben wir hier eine Thanksgiving Card. Ja, das ist im Prinzip die Aufforderung, nochmal 5 Sterne zu vergeben bei der Bewertung. Das war mir klar. Sowas machen ja dann doch alle Hersteller. Dann gibt es auch nochmal so einen Zeichenhandschuh. Die gibt es auch bei diesen Lightpads. So eins besitze ich, um halt eben so Abpausungen zu machen von so Farbskizzen. Da gibt es halt eben auch so einen Handschuh, mit dem man halt eben, wie gesagt, dann nicht so an der Schreibfläche hängen bleibt und man einfach besser drüber rutschen kann. Also die vereinfachen dann nochmal die Bedienung. Muss man nicht unbedingt haben, aber es ist ganz nett, dass sowas da zugepackt worden ist. Dann hier noch so eine Garantiekarte und links so eine Anleitung, eventuell hier nochmal bei YouTube wahrscheinlich den Stift vorgeführt bekommt vom Hersteller. Und eine relativ dicke Anleitung hier, die ist auch mehrsprachig. Interessant natürlich, ob es auch in deutscher Sprache vorhanden ist. Und das sieht ja fast so auch aus. Genau, haben auch tatsächlich eine deutsche Anleitung dabei. Die Frage ist halt, wenn man so die ersten Sätze liest, während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Haftaste zwischen dem Stift und dem Radiergummi. Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Ja, also vom Deutsch her ist es nicht so 100% perfekt, aber auch nicht so ganz unglücklich wie manche 1:1 Google-Übersetzung. Also ich finde, dass die Anleitung hier doch ganz in Ordnung ist. Von der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit ist es schön bebildert. Es wird sich dann noch zeigen, ob man mit der Anleitung auch den Stift soweit gut einrichten kann. Ich selber bin eher so ein Mensch, der selten auf Anleitung zurückgreift. Bei mir gilt mehr der Grundsatz Learning by Doing. Und dann natürlich hier auch nochmal das USB-Kabel.
relativ lang. Wie gesagt, ein zünftig abgewinkelt. Also das USB-Kabel, das wird hier eingesteckt. Das ist ein bisschen seltsam, ja, weil der Stecker, oder besser gesagt, die Buchse sehr tief dann versenkt ist. Da muss man dann natürlich erstmal gucken, wie rum muss es eingesteckt werden. Aber wenn man es dann raus hat, es funktioniert. Und jetzt sitzt das Kabel hier drin. Hat halt den Vorteil, dass es relativ fest sitzt, dass man es nicht verbiegen kann oder so. Also so von der Art her, wie das hier konstruiert ist, finde ich es gar nicht so schlecht. Ich habe schon Bewertungen gesehen, wo das bemängelt worden ist. Aber ich denke, wenn man mal weiß, wie der Stecker hier reingesteckt wird, ja, also so halt, dann bekommt man das, denke ich, auch jederzeit hin. Ja, das ist kein Problem. Ja, das soweit zu dem Tablet. Das Unboxing und kurzes Vorstellen. So, als erstes habe ich dann hier mal GIMP ausprobiert. Das ist ja so eine Freeware, um halt eben Bildbearbeiten zu machen. Und hier sehen wir schon, man kann, das war ganz nett zeichnen mit dem Stift. Allerdings haben wir hier keine Druckempfindlichkeit. Die reagiert nicht. Wenn ich diversen Bewertungen Glauben schenke, liegt das wohl daran, dass es mit GIMP 64-Bit nicht funktioniert, soll aber wohl mit GIMP 32-Bit funktionieren. In dem Fall kein Erfolg. So, jetzt habe ich das mal ganz anders probiert, habe mal Paint.net runtergeladen, aber auch hier sieht man, das klappt nicht mit der Druckempfindlichkeit und der Stift, ja, der springt hier irgendwie, der macht hier vertikale, horizontale Linien einfach so wild drauf los, ist eigentlich gar nicht zu gebrauchen mit Paint.net. Kann man also absolut vergessen. Ja, hier haben wir also Photoshop einfach mal geöffnet, um mal zu schauen, was man da so mitmachen kann mit diesem Stift. Bevor wir uns an die Druckempfindlichkeit ranmachen, dies zu testen, zeige ich mal Ihnen mal so, ja, Fotobearbeitung wesentlich besser und einfacher machen kann mit so einem Stift. Umrisse zum Beispiel zu zeichnen mit dem Lasso jetzt hier, sozusagen Freihand ausschneiden, ohne, ja, toolgestütztes Ausschneiden ist dem Stift im Vergleich zur Maus wesentlich einfacher. Man kann Konturen sehr schön nachzeichnen. Wesentlich feinmotorischer als das halt eben mit, ja, der Maus der Fall wäre. Und das sieht hier ganz gut aus. Da muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Da hängt der Stift nicht, da ruckelt nichts. Und jetzt versuchen wir mal das Ganze mit dem Zeichnen, wie das da aussieht. Und hier sehen wir schon, gleich wenn wir anfangen, man kann tatsächlich hier feine Linien zeichnen und je nachdem, wie stark man den Stift auf das Tablet drückt, wird die Linie halt dicker oder eben weniger dick und man sieht schon, dass ich bin jetzt nicht der große Künstler, aber das macht echt Spaß, mit dem Stift hier auf dem Tablet zu malen, eben gerade wegen der Druck- und Neigungsempfindlichkeit. Der Stift ist ja auch neigungsempfindlich, das funktioniert ja also alles wirklich prima. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt überrascht, aber Adobe Photoshop ist halt eben keine Freeware, das ist ein relativ teures Programm, das man nur im Abo kaufen kann und das geht also schon richtig ins Geld. Das ist halt dann leider der Unterschied oder der Nachteil gegenüber den Freeware-Programmen, die teilweise den gleichen Funktionsumfang bieten, vor allem wenn man ja so ein Programm wie GIMP oder Paint.net gewöhnt ist, möchte man ja auch nicht umstellen oder irgendwie ein teures Programm kaufen, um ein günstiges Tablet nutzen zu können. Ja, das macht natürlich da gar keinen Sinn. Ja, aber einfach hier so zu zeichnen, beziehungsweise die Bildbearbeitung mit dem Stift zu machen, das funktioniert mit Photoshop auf jeden Fall schon mal super und deutlich besser, eben als mit der Freeware. Jetzt schauen wir uns mal noch was anderes an. Hier habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht, Adobe Photoshop CS2 downzuladen. CS2 ist von 2005, bietet aber eigentlich fast auch dasselbe, was auch die kostenpflichtige Version bietet. Die CS2 kriegt man bei Adobe kostenlos, samt Seriennummer. Und da war es mir halt wichtig, weil eben gerade CS2 ja kostenlos ist, zu testen, ob dann eben hier der Stift in der Lage ist, ja, sage ich mal, einfach die Druckempfindlichkeit hier zu bringen. Und siehe da, du kannst hier schon ganz gut erkennen, auch mit der kostenlosen Version von Adobe Photoshop CS2 reagiert der Stift auf Druck. Und das ist auf jeden Fall nochmal wirklich die Rettung für dieses Tablet, dass man tatsächlich hier auch mit der kostenlosen Version von Adobe Photoshop CS2 in der Lage ist, ja, sag einfach mal, hier
wirklich feine Linien zu zeichnen, die Druckempfänglichkeit des Stiftes dann in der Tat auszunutzen. Ja, wie gesagt, ich bin nicht ein großer Künstler, aber hier, man kann es schon wirklich erkennen, man kann einfach mit dem Stift sehr feine, dicke Linien zeichnen, je nach Druck. Und das macht hier tatsächlich nochmal das Ganze aus und ja, ist einfach nochmal ein positiver Aspekt, dem ich den Stift oder den Tablet jetzt einfach bestätigen muss, dass es auch mit so einer alten Version aus 2005 in der Lage ist zu arbeiten und alle Features halt eben da auch zu gebrauchen sind. Das ist die Oberfläche von der Treiber-Software. Hier hat man da die Möglichkeit, eben die Tasten am Stift selber zu belegen, zum Beispiel als Umkehrtaste zum Radieren oder halt eben ja, linke oder rechte Maustaste draufzulegen. Man kann hier die Druckempfindlichkeit einstellen. Man kann einstellen, wie halt eben ja, der Bildschirm mit dem Tablet korrespondiert und so weiter. Das ist schon mal recht gut. Wenn wir hier unten rechts draufklicken, dann kommen wir dann hier zur Einstellung der Funktionstasten. Es gibt da einmal dieses Scrollrad. Damit kann man dann sozusagen Funktionen draufbelegen, ins Bild reinscrollen, rausscrollen, durch die Ebene schalten, je nachdem, was man möchte. Und hat eben auch die Möglichkeit, diese 6 Funktionstasten nach Belieben, Gusto halt eben zu belegen. Und hat eben da auch wirklich alle Freiheitsgrade, die man halt eben braucht. Wenn man jetzt unten nochmal auf das Scrollrad klickt, dann sieht man auch hier eben nochmal genau, wenn das aufklappt, was man halt eben mit diesem Scrollrad machen kann, wie man das belegen kann. Also den Treiber sollten wir auf jeden Fall von der Webseite laden und installieren, weil man doch da sehr viel mehr Möglichkeiten hat. Ja, also wir haben festgestellt, dass dieses Pad sehr gut verarbeitet ist, sehr viel Zubehör besitzt und die für ein Pad üblichen wichtigen Punkte auch erfüllt. Das heißt, es hat eine sehr hohe Druckempfindlichkeit, hat eine sehr gute Auflösung, viele Funktionstasten, die man frei belegen kann. Allerdings, ja, und es funktioniert eben auch mit Photoshop einwandfrei. Auch die Druckempfindlichkeit beim Stift funktioniert sehr gut und ist auch sehr, sehr empfindlich. Was auf der negativen Seite zu sehen ist halt eben, dass es mit Freeware-Anwendungen entweder bei der Druckempfindlichkeit Probleme gibt, wie zum Beispiel bei GIMP oder eben bei Paint.net, daneben sogar noch Probleme gibt mit der Stabilität beim Zeichnen. Das gefällt mir nicht so. Ja, also wenn man auf die Druckempfindlichkeit verzichten kann und Freeware-Anwendungen nutzt, kann ich das Tablet auf jeden Fall empfehlen, genauso wie diejenigen, die mit Photoshop arbeiten. Das ist halt mein präferiertes Tool, was ich hauptsächlich benutze. Damit funktioniert es einwandfrei. Was die Nachteile ein bisschen relativiert bei der Verwendung mit Freeware-Versionen ist halt eben dann, dass man doch auch mit der alten Photoshop-Version CS2, die man ja bei Adobe kostenlos downloaden kann, auch die Druckempfindlichkeit nutzen kann. Also das heißt, von daher muss man bei diesem Tablet nicht auf Freeware verzichten. Allerdings, wer sich halt mit GIMP oder Paint.net schon eingearbeitet hat, der müsste sich dann umgewöhnen, nur weil er halt sich ein neues Tablet kauft. Und das ist halt dann tatsächlich dann doch irgendwo nicht unbedingt so schön. Und da kann ich den Stift auf jeden Fall weiterempfehlen. Und das sollte man halt eben vorher beim Kauf halt wissen, wenn man sich dessen halt bewusst ist und das auch entsprechend berücksichtigt, denke ich, kann man mit diesem Tablet zu dem günstigsten Preis oder günstigen Preis von unter 100 Euro, ich glaube momentan um die 80 Euro ist der Straßenpreis, nichts falsch machen. Kann man auf jeden Fall kaufen. Und bedanke mich jetzt hier auch an der Stelle fürs Zusehen und hoffe, ich sehe euch dann wieder bei meiner nächsten Review. Bis dahin, auf Wiederschauen.